In der Hauptfeuerwehr Hoyerswerda wurden am Mittwoch 4 neue Löschfahrzeuge übergeben. Erstmalig in der Geschichte der Feuerwehr Hoyerswerda wurden die 4 baugleichen Fahrzeuge für 4 unterschiedliche Gemeinden des Landkreises Bautzen in Form einer Sammelbeschaffung organisiert. In der Gemeinde Reckelwitz wird ein Fahrzeug bei der Freiwilligen Feuerwehr Schmeckwitz stationiert. In der Gemeinde Bernsdorf erhält die Freiwillige Feuerwehr Großgrabe, in der Gemeinde Elsterheide die Freiwillige Feuerwehr Sabrott und in Hoyerswerda die Freiwillige Feuerwehr Michalken, eines der 4 Fahrzeuge. Sie verfügen über eine umfangreiche Ausstattung zur Brandbekämpfung, rund 1000 Liter Löschwasser passen in die Tanks. Die Kosten betrugen insgesamt rund 1 Million Euro, über die Hälfte gefördert durch den Landkreis Bautzen.